Ja, das war nix. Ja, ja, ich lade auch nach, aber ich sag's ja nicht jedes Mal. Granatski! Los, zurückziehen! Ja, okay. Da lang! Da lang! Was? Ja, geht auch. Na komm. Aua. Scheiß Russe, Spasti. Captain Renko. Sie sind doch Captain Renko, nicht wahr? Schauen Sie nicht so überrascht. Ihr Name steht auf Ihrer Uniform. Amerikas bezaubernder Hang zu Individualität. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Name, Rang und Dienstnummer. Das ist alles, was du von uns bekommst, Ivan. Lies das Handbuch der Genfer Konvention. Diese kleine Unannehmlichkeit habe ich schon vor Jahren abgeschafft. Sehen Sie? Wir. Es sind Offiziere des US-Militärs. Ich will mit jemandem aus unserer Botschaft sprechen. Ich denke, das wird aus einer Reihe von Gründen nicht möglich sein. Unsere Botschaft! Sofort! Oh, wow. Wie kommt es, dass Sie in 50 Jahren keinen Tag gealtert sind? Es gibt nur eine Erklärung. Das ZMG. Wo ist es? Was? Laufen Sie, Renko. Geradewegs durch den Durchgang. Folgen Sie einfach den offenen Türen. Ja, genau, sagt sich einfach. Was ZMG? Was, warum? Ich war's nicht. Laufen Sie! Ich mach generell gerne mal was kaputt, aber heute war ich's nicht. Ja, 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 ja. Gut, jetzt die Treppe runter und dann rechts. Wer bist du? Weiter und suchen Sie offene Türen. Du versperrst meinen Funkverkehr. Schneller. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nach links. Ja, ja. Sie sind direkt hinter Ihnen. Ja, nee, hätte ich nicht gedacht. Schnell, die Treppe runter. Runter? Ach du Scheiße. So. Hallo. Nathaniel Renko. Mein Gott, Sie sind hier. Genau wie mir 12 sagte. Sie müssen eine Menge Fragen haben, aber wir haben nicht viel Zeit. Ja, danke schön. Schnell, da lang. Eine Frage hätte ich noch. Was? Was zum... geht hier ab? Ich heiße Catherine. Ich gehöre zu einer Organisation, die man Meer 12 nennt. Hier, das sollte einige Ihrer Fragen beantworten. Ja, schau ich halt an. Wir sind Mir 12. Wir benutzen Outer City. Unsere Mission ist es, die Wahrheit zu offenbaren, die vor der gesamten Welt verborgen wird. In den 1950ern wurde auf der Insel Katorga 12 eine militärische Forschungsstation erbaut. Bis zum heutigen Tag leugnet die Regierung ihre Existenz. Das ist eine Lüge. Laut streng geheimen Dokumenten, die wir entdeckten, diente die Basis zu Forschungen mit dem Mineral E99. Das E99-Forschungsprogramm wurde von zwei Männern geleitet. Dr. Viktor Barisov, ein führender Forscher im Bereich Quantenphysik. Er hat das Ergebnis seiner Arbeit nicht mehr erlebt. Berichten zufolge starb er bei einem nicht geklärten Laborunfall. Dieser Mann übernahm die Leitung des Programms nach Barisovs Tod. Er führte Russland in einen Krieg um die Weltherrschaft. Einen Krieg, der mit auf Katorga 12 entwickelten Superwaffen gewonnen wurde. Heute kennen wir ihn als Kanzler Nikolai Dimitschew. Den Führer der Weltregierung. Die Ereignisse um Dimitschews Aufstieg zur Macht bleiben mysteriös. Unsere Organisation ist im Besitz von Aufzeichnungen, laut denen Dimitschew ein Betrüger ist. Sie werfen viele Fragen über Katorga 12 auf. Was ist dort geschehen, das Kanzler Dimitschew an die Macht brachte? Was kann so viel Zerstörung verursacht haben und so viele Leben gekostet? Alles deutet auf diese Struktur auf Katorga 12 hin. Die Singularität. Was ist die Singularität? Den Aufzeichnungen nach wird uns ein Mann zu den Antworten führen. Sein Name ist Captain Nathaniel Renko. Unsere Mission ist es, Captain Renko zu finden und ihm zu helfen, sein Ziel zu erreichen. Wir sind Mir 12. Wir offenbaren die Wahrheit. Wir benutzen schlechte Stimmverzerrer. Ein führender Wissenschaftler am Singularitätsprojekt hat eine Geheimkammer gebaut. Sie müssen sie finden. Gehen Sie da durch. Hier, zwei Wegekommunikator mit GPS.
Gehen Sie. Ja, ich muss. Kind, das ist mir zu viel Druck. Ich halte den Druck nicht aus. Maximal erste Hilfe packen, okay. Ja, genau. Genau, Sauerstoffanzeige oder was? Läuft bei dir. Nee, Moment, ich will nicht in Leichen schwimmen, das war ein Witz. So. Hier. Vielleicht? Genau, was? Was zum fucking... Mein Name ist Loni, herzlich willkommen zu WTF. Oder WT fucking F. Oder what the mother ducking... Alter, was geht hier ab? Sucht euch was aus. Ist alles richtig. Ich renne durch. Ihr könnt mich alle mal... Waffenschrank. Mit Waffenschränken können Sie Ihre Waffen verbessern und Ihre aktuelle Waffe auswechseln. Die meisten Waffen, die Sie unterwegs finden, werden automatisch dem Waffenschrank hinzugefügt. Und noch ein Waffen-Upgrade, jawohl. Achtung, und das gesamte Personal der Abteilung Papier und Vorräte. Ab nächster Woche lagern und verschiffen wir Erz. Positionen und Bezahlung bleiben gleich. Datum 1. September 1953, Lagerleiter Smirnov. So, geh mal an die Sommerankeule hier. Wollen wir was verbessern? Also die will ich auf jeden Fall ausrüsten und die will ich auch ausrüsten. Ich glaube, verbessern wollen wir erstmal nix. Wollen wir erstmal nix, Miss Stevie Nix hier, oder was? Vorsicht! Die Strahlung, die Singularität freigesetzt hat, hat die Leute, die hier lebten, mutiert. Halten Sie die Augen nach ihnen offen. Okay, was geht, Leute? Ich renn zu deiner Oma, schrei, du Gangster, was geht ab? Oder so. Ich freu mir einen Keks, ey. Muss ich hier rein? Nein, will ich hier rein? Ich will da gar nicht rein. Müllcontainer. Erste-Hilfe-Päckchen ist voll, voll, alles voll, alles voll. Alles voll geil. Okay, na komm. Wir gehen direkt hinter uns. Lauf! Lauf! Ich laufe auf Dornenbäumen. Und wow, ey Leute, was für ein Scheiß. Geht alle weg. Geht alle weg. Weg, 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 weg. Alle weg. So, ey, 99 Technologie. Noch mehr Technologie. Warum werfen Leute in 99 Technologie weg? Wow, wunderbar. Na komm, wer will noch mal, wer hat noch nicht. Und wenn er doch gemessert wird. Spacko. Stirb! Ich verschwende keine Munition, nein. Nein, das ist was anderes. Das ist Munition für mich. Hui! Na, kommt, Kinder. Notiz. Schachmatt. Springer schlägt Bauern, aber Läufer nimmt König. Tut mir leid, Pavel. Eine Notiz aus dem Mittelalter. Krieg und Zerstörung wohnten uns inne. Das hat nicht mal Sinn gemacht, aber egal. Und Audio. Hier sind die Monster los. Aber vielleicht haben
bin heute Nacht hier. Zum Glück gibt es in unserer kleinen Zuflucht ein Schachspiel und einen Wodka-Vorrat. Warst du zu Hause? Alter, was? Wodka-Vorrat? Wer will mir erzählen, dass das Spiel nicht klischeehaft ist? Das, Alter, also wow. Nicht nur die Story, sondern, na gut. Ich sag mal nichts weiter dazu, sondern stürme hier raus. Weiyayayayay! Was bist du denn? Was bist du denn, Junge? Pisst mich nur an, oder was? Pisst ihr mich an? Ich glaub das nicht. Ihr legt mich an der Sackfalte. Was war das denn? Okay. Wo kommt das Zeug her? Ach so. Ah, das waren von denen die Nachrichten. Wie lol ist das denn? Genau. Mhm. Aber was jetzt wohl passieren wird, verstehe ich gar nicht. Was war das Ziel, wenn ich es erfüllt haben soll? Na komm. Stirb! Sterbet! Geh weg! Was auch immer die Viecher machen, dass sie durch Raumzeitkontinuum rasen können. Genau, während im Kampf einfach mal so ein bisschen nachrüsten, locker. Wo bist du? Da! Munition bitte. Und nachladen. Ja, genau. Ihr wollt's aber auch so, oder was? Alter! Meine Güte! Das B steht für Bullshit. Oder so ähnlich. Okay. Nehmen wir das mit. Munition sieht nicht so aus, okay. Technology. Und die Gegner werden immer unangenehmer, aber dafür nicht mehr so gruselig. Nur noch ein bisschen. Die Kammer, die Sie suchen, enthält ein Gerät, das ZMG. Dr. Barisov, einer der Wissenschaftler, die hier in den 50er Jahren arbeiteten, hat es erfunden. Okay. Da hinten ist nichts. Okay, okay, okay. Sprung. Mr. Renko ist am Start, Bitches. Time to play the game. Ich will mich gar nicht ducken, aber danke. Ich will mich doch ducken, okay. Nachladen. Und los. Keine Zeit, Sie sind fast drin. Bitte, ich will nicht so sterben. Sorry, you lose. Es gibt immer mehr Personal, Soldaten und Wissenschaftler. Sie müssen an etwas Großem dran sein. Anna, meine Freundin, die in der Verwaltung arbeitet, sagt, dass sie Doppelschichten arbeiten, um alle Daten einzugeben und Akten zu verwalten. Das ist bestimmt eine gute Sache, oder? 2. August 1953. Alena Kozlov, Sekretärin des Forschungslabors. Gegenfrage, wollte ich das überhaupt machen? Was ist hier? Technologie, ja danke, das ist ja geil. Aber trotzdem, was genau habe ich jetzt geöffnet damit? Ah, die Tür, super. Laut
den Mir-12-Aufzeichnungen gibt es in diesem Gebäude einen versteckten Eingang, der zur Kammer führt. Finden Sie ihn. Das sind äußerst präzise Angaben. Ihr seid eine Scheißorganisation. Ihr habt ja von gar nichts eine Ahnung. Und renn. Kryotanks. Kryotanks frieren alle ein, die sich in der Nähe befinden. Fügen Sie den eingefrorenen Gegner Schaden zu, bevor sie wieder auftauen. Okay. Nachladen. Hat ja super gesessen. Genau! Schmeiß mit Explofässern. Ja klar. That was easy. Okay, nächster. Wo seid ihr? Wo seid ihr, kleinen Schweine? Keine Rücksicht auf euch nehmen, bitte. Und los.